Das macht mir Angst. Was will sie jetzt machen? Trinken. Um Gottes Willen. Die Frau, die ist ein unaufhaltsames Naturphänomen. Jetzt will sie auch noch was trinken. Und wie lustig, wenn sie irgendwie energiegeladen ist, dann stolziert die ja auch so rum. Ich gehe mal hier hin. Na gut, mit dem Glas in der Hand geht die ganz normal, wie es aussieht. So, erstmal trinken. 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 Kann sie aber wegräumen eigentlich beim Trinken. Nein, sie stellt das Glas dahin, um da die dreckigen Sachen wegzuräumen. Okay, das macht natürlich Sinn. Räumt sie denn ihr eigenes Glas jetzt auch mit weg? Nein, warum auch? So, 5 Stunden, 7 übrig. Ich glaube, wir legen das mal weg. Ein Gericht nehmen, aufräumen. Wir machen mal weglegen. Dann können sich die anderen das aus dem Kühlschrank nehmen. Ist zwar nicht immer so ein Top-Gericht, aber wir müssen ja auch nicht immer so viel Geld ausgeben für Essen. Wir haben nur noch 1192 Simoleons. Die Frikadella braucht bald einen Job, wie es aussieht. Und wir erfüllen ihr mal ganz kurz einen Wunsch. Nach Essen wühlen, na komm. Hier, wie energiegeladen, die jetzt echt da rumstrotzt gerade. Oh ja, voll Energie. Mmh, Biomüll. Ah, oh, lecker, lecker. Oh, das sind noch Fliegenlarven. Die lutsche ich aus. Mmh, oh, guck mal da. Oh, alter Ranz. Und da, alte Kippen. Na, da mache ich mal Salat draus. Frikadella hat Essen im Mülleimer gefunden. Es scheint noch genießbar zu sein. Warum will die immer was essen, wenn die im Mülleimer wühlt? Ich verstehe gar nicht, dass Kunibert die verlassen hat. Oh, das war aber schnell. Mein lieber Herr Gesangsverein. Okay, was haben wir hier? Spielen. Ach ja, jetzt natürlich noch den Teller essen. Okay. Was haben wir hier? Gefundener Haferbrei. Und die haben noch nie Haferbrei gegessen. Das muss doch vom Vormieter sein. Okay, die Hygiene hat gelitten. Wir machen mal ganz kurz wegwerfen. Okay, sind beides. Und dann würde ich sagen, wir nehmen mal eine erfrischende Dusche wieder. Das mit Energie geladen steht ja ganz gut. Was macht's denn jetzt? Ach, jetzt bringt's den kompletten Müll raus vom ganzen Grundstück. Das ist natürlich sehr löblich. So, nehmen noch eine erfrischende Dusche. Dann haben wir die Hygiene auch wieder. Und die Frage ist, was machen wir denn dann? Ich würde tatsächlich empfehlen, dass ich jetzt mal gleich eine Aufnahmepause mache und dann mal gucke, dass wir vielleicht noch ein paar weitere freundliche Sims in der Nachbarschaft einziehen lassen. Ich sage aber unterdessen nicht, wer das ist. Und ich glaube, ich mache das auch so, ich suche mir die aus der Community zusammen und wir werden dann immer mal wieder einen Aufruf machen. Also von Leuten, die zuschauen, die auch selber Sims spielen, dass man dann sagt, hey, wer kann denn mal, oder als nächsten Sim lassen wir den und den einziehen und dann stellen wir den mit dem Hashtag einfach in die Dingens, in die Galerie. Dann mache ich dann quasi eure Sims, lasse ich dann hier mitspielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich finde das eigentlich eine geile Idee, dass wir dann wieder so ein bisschen mehr zusammenspielen, weißt du? Da muss ich sowieso nicht alles selber machen und eure Sims kommen dann noch ins Let's Play. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Macht mir irgendwie... Spaß. Ach so, hier hingehen. Ich dachte gerade, wir können jetzt Monarchen wieder einfangen, aber das geht natürlich nicht. Angeln, Frösche korpulieren lassen, gepunkteter Blattfrosch, was haben wir hier? Sonnensurferfrosch, den würde ich gerne nochmal Fröschen züchten mit. Würde ich sagen mit einem, jetzt ist aber einer tot. Gewöhnlich, ungewöhnlich, auch der ist ungewöhnlich. Frikadella hat einen neuen Frosch gezüchtet. Ist aber 2 Sonnensurfer. Achso, Eierpflanzen. Wir haben 2 Stück davon. Aber wir können ihn ja nicht mit 2 kopulieren lassen. Es sei denn natürlich, wir machen einen Frösche-Gangbang. Yeah, Frösche-Gangbang. Frikadella könnte jetzt kochen lernen. Oder aber, wir könnten natürlich noch woanders hinreisen mal. Was ist das denn hier? Ach, ein Tuning-Teil. Ein allgemeines Teil, das für verschiedene Arten von Verbesserungen verwendet werden kann. Ein Emotionstrank haben wir auch. Wir können verschiedene Sachen einpflanzen. Das ist auch sehr schön. Und wir können den panierten Lachs mal irgendwo aufhängen. Aufhängen? Wo ist denn... Willst du mich verarschen?
Männertraum. Der ist ja unfassbar. Das mit dem Energiegeladen macht mir ein bisschen Angst. Achso, hier, panierter Lachs. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wo wir den aufhängen. Den möchte ich fast in die Küche hängen. Zuversichtliches Dekor. Panierten Lachs. Über die Haustür. Andere Leute haben dann Geweih hängen. Frikadella nagelt sich da einfach einen Fisch an die Platte. Ist doch auch okay. Was macht sie denn jetzt? Ein Gericht nehmen. Hat die schon wieder Hunger? Die kann doch nicht immer essen. Die hat gar keinen Hunger. Hör auf zu essen, Mädchen. Ich weiß, sie frisst sie ihre Sorgen in sich rein, aber das ist ja auch keine Lösung. Ja, wir überlegen uns mal am besten, was eine Lösung ist. Ich überlege hierhin Reisen mit Training. Dehnen, Rumpfbeuge, Liegestützen. Ich glaube nicht, mitten auf der Straße vor allen Dingen. Reisen. Können wir noch irgendwo hinreisen, während die Kinder außer Haus sind? Ja! Die Frage ist natürlich nur, wohin? Ich habe keine Ahnung. Wir können jetzt. Sie ist energiegeladen, das heißt, sie geht erstmal in die Bar. Da macht man natürlich richtiges Workout und zwar immer das Glas zum Mund führen und trinken. Das aktiviert den Saugmuskel und den Muskel des Handgelenks, den sonst nur Fridolin von der Familie trainiert hat. Weil er programmieren lernt. Natürlich. Ist doch klar. Naja, Tremon lernt schreiben, aber das macht sie mental. So, hier ist das Schlangennest. Ich mach mal ganz kurz wieder Pause. Pause. Erstmal ein bisschen umschauen, was haben wir denn hier? Mortimer Grusel, Michael Offermann, die komischen Leute hier. Hier haben wir noch Carina Weißhaupt. Wir können uns hier hinsetzen. Ich weiß aber nicht genau, ob wir dann Chips bestellen, lustig vorstellen, herbeirufen, grob vorstellen, Getränk bestellen. Warum vorstellen? Ich nehme mal Saft on the Rocks. Aha. Steht da was bei? Nein. Chips bestellen möchte ich gar nicht. Was haben wir denn noch? Zuckerzunder, Brender, Vollmundsalzer, Rabatz, Orangiade mit Pfiff. Orangiade mit Pfiff, oh Gott. Hähnchenflügeltee, geht. Ritsport und Zebrafitz. Ich bestelle mir mal einen Zebrafitz. So, Kinder sind außer Haus, da können wir erstmal saufen. Wo ist denn? So, eine resolute Dame betritt die Bar. Hier geht's hoch. Dann gehe ich mal hier rein. Was für eine schäbige Spelunke. Oh, ein Gentleman. Vielleicht will er mich ja zu einem Drink einladen. Mortimer Grusel ist gruselig. Na, hübscher, mach mal Platz für die Mutti. So, ich kipp mir erstmal gleich einen leckeren Drink hinter die Binde. So, Rastamutti, beeil dich mal. Mama will trinken. So, trinken. Und er hat auch irgendwas. Unterhalten die sich jetzt oder sitzen die nur da? Freenock? Oh, Dag Dag. Ich spiele gern. Prost. Kinder, das ist Schüler zurück. So, meine Liebe. Oh, das ist ein bisschen aus wie Grey. Wir müssen auch noch. Da kommen wir auch noch hin. Das wäre nicht mal ein guter Versuch. Probieren wir doch mal die These aus. Die These, dass, ob ihr nicht Bock habt, Sims zu erstellen. Machen wir doch mal. Wir bräuchten eine Familie Grey. Das ist einerseits. Ich überlege gerade eigentlich. Nee, der Vater hat ja, der hat eine Frau. Also nicht dieser James, sondern der Lord Grey. Dass wir den mal erstellen. So wie ihr euch den vorstellt. Und natürlich auch Brandon ist wichtig. Vielleicht noch als Schrumpelboy. Also nicht unbedingt als Teenager mit seiner Steinkönigin, sondern noch als Schrumpelboy. Wir brauchen einen Lord Grey. Wir brauchen einen Schrumpelboy. Und wir brauchen noch die Frau, mit der irgendwie im Sumpf rumgewohnt hat, der Lord Grey. Und am besten so, wie er in Teil 3, in Grim Tales 3 aussah. Und da machen wir irgendwie. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ich lese dann lieber erstmal die Kommentare bei YouTube, nicht, dass alle sagen, nee, ist scheiße. Und dann machen wir als Hashtag einfach, als Hashtag hier in den Dingens, in dieser Community kann man ja, ist das hier, Galerie öffnen, genau, da kann man ja Hashtags machen, glaube ich, ne? Gehen wir mal ganz kurz rein. Oh, Creator Camp Tränenmond wurde weitere 3 Male heruntergeladen. Das war das, was ich im Creator Camp gemacht habe, voll das komische Haus. Interessant, Sims 4 Livestream Haus, ah ja. Krasse Häuser kann man da machen mit abgerundeten Dächern und so. Können wir uns alles noch angucken? Aha, aha. Maxis. Lalala. Tränenmond. Creator Cram Tränenmond. Das war natürlich, da hat man irgendwie, ich weiß gar nicht.
habe ich irgendwie eine Stunde Zeit gehabt, ein Häuschen zu bauen. Danach ging es auch wieder weiter. Das war nicht so, deswegen sieht es nicht so aufwendig aus. Okay, ich schau mal ganz über der Community. Wir können mit einem Hashtag was machen. Das heißt, wir nehmen als Hashtag dann einfach Grey. Ach, Grey Grey gibt's schon. Geil. Machen wir Hashtag Grey Grey. Alle und aktuell. Alle? Achso, merkst du, wir sind ja bei Maxis. Alle aktuell? Keine Ergebnisse gefunden. Okay, vielleicht ist das großschreibabhängig. Da müssen wir wahrscheinlich... Keine Ergebnisse. Hä? Der schlägt selber Grey Ray vor. Das scheint nicht richtig zu sein. Das ist merkwürdig. Okay, hier mal ist angezeigt. Ich gebe nochmal ganz kurz Hashtag ein. Grey Grey. So. Klick das hier an. Keine Ergebnisse gefunden? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist da gerade irgendwas im Argen. Wir probieren es trotzdem mal. Hashtag Grey Grey. Für eine Familie Grey Grey. Und dann gucke ich mal, vielleicht mal eine neue Familie erstellen. Vielleicht kann ich das gerade nicht von da aus. Ich habe keine Ahnung, ob wir das aus dem Spiel nicht können. Und dann erstellen wir die Familie Grey Grey. Das wäre auch mal ganz gut. Wir brauchen aber auch noch... Dann nehme ich aber vielleicht die bisherigen. Wir brauchen nämlich auch noch die Sabrina van Damme und ein paar andere brauchen wir auch noch. Kunibert und so brauchen wir natürlich auch. Aber da schaue ich mal, was jetzt schon in der Community rumgeistert und dann füge ich das mal in der Aufnahmepause hinzu. Flesselpolka, okay. Kinder sind wieder zu Hause. Die ist okay, er ist okay. Aber ich kann jetzt nicht auf die wechseln, ne? Was? Kümmern? Oh, um sich kümmern, stand da gerade, oder? Na, ich glaube, das geht nicht. Na, ich glaube, das geht nicht. Auf aktuellem Grundstück zentrieren. Okay, Frikadella führt ein angenehmes Gespräch, müsste aber dann doch mal wieder nach Hause, leider. Es hilft ja nichts. Hierhin gehen, zusammen hierhin gehen, reisen. Da kann sie eigentlich auch mal mit den Kindern unterwegs sein, wenn die Kinder aus der Schule kommen, dass die auch mal ein bisschen Spaß haben. Die hängen ja die ganze Zeit in diesem blöden Wüstenhaus und machen gar nichts. Die Kinder sollten auch mal in den Stadtpark und ein bisschen was spielen können. Wobei, die wollen ja wahrscheinlich eher Xbox spielen oder Playstation oder sowas. Die wollen ja wahrscheinlich nicht Piraten spielen. Höchstens Download-Piraten. Illegale Software-Piraten. So, Strand, Sonne und Meer. Ich vermute mal, so heißt das Grundstück hier. Ach, gucke mal. Ich übe den Blues in meinen zu großen Schuhs. Ich singe nur Stuß. In meinem Hirn ist nur Mus. Nur Mus. Nur Mus. Nur muss ich spielen lernen. So, was macht Frikadella denn gerade? Bauer ohne Frau. Ich finde es schön, dass sie liest, aber wenn sie liest, dann kann sie auch eigentlich direkt ein Kochbuch lesen, oder? Ich meine, die will ja Köchin werden und die muss auf jeden Fall auch kochen. So, die muss ja auch, ja, lass doch einfach alles liegen. Fridolin geht soweit ganz gut. Sag mal, willst du mich verarschen? Fridolin schnappt sich das... Der legt das Buch weg. Das ist natürlich... Das ist sehr löblich, aber vielleicht kann er hier wegräumen, vielleicht aufräumen und danach kann er noch ein bisschen hier Rede üben. Anmachsprüche üben. Sich bewundern. Naja, dann. Sich selbst im Spiegel bewundern. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal sich selbst bewundern und dann machen wir Anmachsprüche üben. Frikadella unterdessen hat den Sohn fast aufgegessen. Nee, warte. Liest nochmal. Ich hoffe, es bringt ihr was. Und ich hoffe, da steht, wenn es nichts mehr bringt. Das weiß nämlich nicht. So. Oh, Alter, ist mir schlecht. Hat er gerade wirklich ein Selfie im Spiegel gemacht? Alter, pfui. So, Fridolin bewundert sich selbst.
Die Olle macht natürlich wieder Mucke an. Liest die dann jetzt in dem Buch? Natürlich. Alternative hören. Alternative. Huch. Was war das denn gerade? Habe ich gerade nicht hingeguckt. Ach, der übt jetzt auch nochmal Sprüche, ne? Hallo, Baby. Kommst du vom Alpha Centauri? Warum sieht dein Gesicht nach Asphalt aus? Du bist bestimmt vom Himmel gefallen, du Engelchen. Oh, Alter, das ist doch kein Anmachspruch. Klebt der Kaugummi in der Arschritze? Ich fühle mich so angezogen. Hast du Magneten gefrühstückt? Was ist das denn? Einhorn? Was? Selbstsicher. Unglaubliche Geschichten erzählen. Klick auf einen Sim und wähle in der Kategorie freundlich unglaubliche Geschichten erzählen. Okay. Da hinten gehen gerade Dinge vor sich, die ich nicht beurteilen kann. Unglaubliche Geschichte erzählen. Sebastian Krämer. Ich will jetzt hier nicht... Diese nichtssagenden Sims will ich gar nicht kennenlernen. Ich will jetzt... Ich muss erstmal ganz kurz eine unglaubliche Geschichte erzählen. So. Dass die immer Selfies machen, ist ja furchtbar. Ich würde gerne eine unglaubliche Geschichte erzählen. Eine unglaubliche Geschichte. Verrückten Plan vorschlagen ist auch gut. Ja, und dann bauen wir einen riesigen, gigantischen Roboter und übernehmen die Welt mit einem Roboter. Der dann bringt er alle um und die Menschen sind tot oder ausgelöscht und wir beide werden alle neu bevölkern. Das klingt nach Inzest, aber es ist es nicht. Es ist voll kein cooler Plan. Was war? Nicht, dass die sich verlieben. Okay, was macht er gerade? Verrückten Plan immer noch. Okay, pass auf. Wenn die Roboter die Welt übernommen haben, dann malen wir Karten. Aber nicht Straßenkarten, sondern Spielkarten. Und fahren nach Las Vegas und machen riesen viel Kohle. Das ist ein super Plan, oder? Was sagst du? Wir machen richtig viel Kohle? Mit Geld kann ich mir alles kaufen. Aber keinen Seelenfrieden. Verstehst du das, kleiner Bruder? Du bist glücklich, aber ich bin leer und hohl, wie eine Hülsenfrucht. Oh, ich guck mal lieber auf mein Handy, während du weiter quatschst. Ich könnte zaubern lernen. Und dann zwinge ich jemanden, mich zu heiraten, und dann vernichte ich ihn. Ich mache ihm das Leben zur Hölle. Oh, du bist lustig. Oh, Mann. Oh, da habe ich Piss im Auge. Oh. Also, pass auf. Folgendes, ich habe noch eine andere Idee, die ist total verrückt. Ich rede einfach ohne Sprechblase. Also, Fliegen sind scheiße. Fliegen dahin, wo es stinkt. Auf der ganzen Welt? Fliegen auf der ganzen Welt, dahin, wo es stinkt? Ja, auf der ganzen Welt. Vor allen Dingen beim Pissoir. Wenn da jemand ordentlich reingeschifft hat, dann gibt es Pisssteine, Urinsteine, Urinsteine sozusagen. Und dann stinkt das und dann kommen die ganzen Fliegen und fliegen die auf den Dödel. Auf den Dödel! Ja, und im Bettchen? Im Bett nur, wenn man geheiratet hat. Ja, dann stinkt's auch im Bett. Ja, dann geht da nichts mehr los. Außer man hat ein Lama geheiratet und steht auf Tiere. Dann könnte es woanders stinken. Denn Lamas haben wenig Eingänge und dann stinkt's nach Abfall, nach Unrat. Nach einem alten Mülleimer, sozusagen. Ja, und wenn ich groß bin, kaufe ich mir Mofa. Ich will was schreiben. Mit dem Füller. Oh, ein Füller kostet doch Geld. Mach doch mit dem Dreck und am Fingernagel. Schreib doch damit, hat Mutti mir gesagt. In der Schule schreibe ich immer mit dem Dreck und am Fingernagel. Und kann ich von einem Lama Dreck und am Fingernagel kriegen? So einfach von so einem standard handelsüblichen Lama? Ja, das kommt drauf an, wo du den Finger reinsteckst. Aber Lamanesen sind auch teuer. Wie ist denn die Mehrzahl von Lama? Lamas, Lamanesen? Ich weiß es gar nicht. Je mehr Lamas, desto teurer. Wir könnten auch virtuelle Lamas züchten auf der Xbox. Warum ist das hier überhaupt ein Xbox-Controller und kein PlayStation-Controller? Hm. Ja, die Mokaccino-Mutti drüben, die, was macht die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, die ist traurig. Traurig, oh, das macht mich mit betroffen. Ja, mich macht es glücklich, wenn andere traurig sind.
So, dann haben wir die Kinder genug beobachtet. Sehr selbstsicher. Was möchte er dann machen? Jemanden kennenlernen. Ah, die Mutter lernt gerade immer noch kochen. Glaube ich. Kochen Band 1, schwingen, den Löffel nochmal lesen. Ich glaube, da lernt sie nicht so viel. Sie möchte gerne eine Gruppenmahlzeit zubereiten, aber vorher sollte sie nochmal ganz kurz aufs Klochen. So, und dann kann sie auch gerne das Abendessen servieren. Und zwar, wow, die lernt immer mehr. Spaghetti.